Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Cornelius van der Kornel und wir sind zurück bei Rocket League, ja. Vielleicht sollte ich die Begrüßung mal ein bisschen aufpeppen oder so, keine Ahnung. Ich spiele gerade Rocket League, ich dachte mir, ich war gerade schon am Spiel. Oh mein Gott, what the fuck? Alter, nein, das ist... Okay, ich hätte ihn gerne reingemacht, aber damit kannst du ja nicht rechnen. Das ist ja unmöglich. Unmöglich! Oh mein... Ich habe gerade schon ein bisschen Rocket League gespielt und dachte mir so, dann kannst du auch mal ein Part aufnehmen. Und mein allgemeiner Tenor ist, ich raste komplett aus. Wisst ihr, was mir am meisten auf die Nerven geht hier in Rocket League? Ich möchte euch da kurz drüber aufklären, ja, damit wir das abschließen können, das Thema. Diese Mentalität aufgeben zu wollen. Leute, selbst wenn ihr 4-0 hinten liegt, Alter, das ist Rocket League. Du musst nicht aufgeben. So viele Spiele, die deswegen verloren gehen, weil die Leute einfach schon frühzeitig aufgeben und dann abschalten und dann spielst du da 2 gegen 1, machst ein Tor und dann wollen sie wieder anfangen. Ja, ja, deine Mama. Ey. So, das wollte ich nur kurz zum Besten geben. Und ansonsten, ja, ich bin fucking Dia 1, ey. Das regt mich selber auf. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass ich besser bin, aber ich schaff's einfach nicht, konstant Spiele zu gewinnen. Ja. Ich schaff's einfach nicht. So. Ja, das war... Ja, auch vom Positioning nicht so gut. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Der Ball kommt. Jetzt in der Situation muss halt gucken, wo der zweite Spieler ist. Der kam da genau falsch. Und das hat mir das ermöglicht, dass ich den Ball da durchstecke. Das macht er ganz gut, aber ja, das ist immer... Ist immer ein bisschen schwierig für ihn da an der Stelle. Lol. Ach man, schade. So, ich gehe ins Tor zurück. Er hat den Move auf den Ball. Dementsprechend, rotiere ich da back. So, jetzt müssen wir gucken, was er macht. Eventuell, manchmal gibt er dir den Ball da an der Stelle, dass du ihn einfach reinmachen kannst. Aber den hat er schon ganz gut getragen. Das muss ich ihm lassen, so. Ja, mein Mate. Okay, wunderbar. Und jetzt, 2 gegen 1. Der Angriff. Und jetzt muss ich gucken. Ach, schade. Jetzt, und jetzt kriegen wir das Tor. Warum? Wie? Dieser Vorstoß, das ist halt so schlecht. Oh, wir gehen da 2 gegen 1 aufs Tor zu und dann misst er halt einfach den Ball so. Was willst du da machen? Ich habe halt probiert, es noch auszugleichen, aber ja, hat nicht geklappt. Na, ah, schade. Oh. Schade, ich wollte mich über den drüber rollen, damit ich an den Boost komme. Das hat nicht geklappt, aber ich habe noch 27 Boost, die jetzt reichen, um den auch zu überspielen. Und dann... Ja, Kumpel. Na, yes. Das war so gut, ey. Habt ihr es gesehen? Ich habe schnell die Ballcam ausgemacht, damit ich sehe, wo der Ball runterdroppt. Dann habe ich... Ich wollte ihn mir selber vorlegen, aber so ist natürlich auch in Ordnung. Ah, mega gut, ey. So, dann steht's doch schon wieder 1-1, ne? Da kann man doch mal wieder was mit anfangen. Oh, ich hasse solche Situationen. Ach man, ich wollte eigentlich den einen, ich wollte halt den vorderen Mindgame und dann ist der vordere aber einfach nicht gekommen und der hintere ist auf einmal auf mich losgecharged. Das war halt dann das Problem an der Sache. So, hier ein bisschen, ich probiere mal ein bisschen meine Spielzüge mitzuerklären für den einen oder anderen. Vielleicht ganz interessant, das ist halt wieder so eine Situation. Ja, keine Ahnung, ich meine, ich bin da ein bisschen im luftleeren Raum. So, ich habe in der Sekunde keinen wirklichen Zugriff aufs Spiel. Aber die sind halt auch nicht wirklich gefährlich. Mein Dude steht im Tor, es ist alles in Ordnung in der Sekunde. Denkste, Pustekuchen, Alter, dann fährt er einfach am Ball vorbei. Ja, jetzt macht er einen Pass zum Gegner. Ich probiere hier noch rechtzeitig zurück zu rotieren. Wunderschön. Hat er gut gemacht. Jetzt vielleicht ein Ball in die Mitte. Kommt sogar ins Tor. Ja, okay. Okay, guter Schuss, Alter, ne? Immer die Mitspieler loben, Leute. Das ist ein Pro-Tipp, ne? Wenn ihr wissen wollt, wie ihr gut werdet in Rocket League, immer eure Mitspieler loben, damit die nicht so schnell salten. Ich komme. Schade. Oh, das war ein guter Touch, aber ist okay. Jetzt müssen wir da aufpassen. Den habe ich. Auf jeden. Jetzt ist halt wieder er hinten. Und er springt wieder am Ball vorbei. Warum? Ich verstehe das nicht. Ich meine...
Nee, den kann er haben. Nee, das ist auch überhaupt nicht. Das ist nicht druckvoll gespielt, das ist nicht gefährlich, das ist nichts. Das ist einfach nur. Ja, den kannst du haben. Habe ich. Okay, und er springt auch einfach am Ball vorbei. Leute, was ist denn hier los, ey? Ich meine, das war auch nicht gut von mir. Ich weiß nicht genau, wie ich diese Bälle machen kann. Weil immer, wenn ich sowas spiele, schlage ich den Ball so schnell, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Eigentlich muss ich den ein bisschen softer schießen, glaube ich. Damit ich dann noch hinterhergehen kann, um dann eventuell noch den Torwart auszuspielen oder ähnliches. So, das war jetzt ein bisschen Zufallsproduktion. Und dann habe ich da die Chance. Ich go mir den Boost holen. Okay, jetzt mal gucken, was er da macht. Der ist nicht so... Nein, der war nicht so gut positioniert, der eine. Aber so habe ich da jetzt auch nicht mit gerechnet. Jetzt mein Mate, genau. Ich rotiere unten drunter durch. Bin jetzt hier für den zweiten Ball zu haben. Warum geht mein Mate dahin? Das verstehe ich nicht. So seitlich und das ist halt einfach scheiße. Okay, hat der mal einen Ball gehalten. Warum? Mann, Junge! Du siehst mich doch! Ich bin doch vor dir hochgegangen! Das verstehe ich nicht! Okay, sieht aus, als würde das hier in die Verlängerung gehen. Vielleicht habe ich nochmal die Chance, den Ball mit mir zu nehmen. Und denen ein Tor vorzulegen. Das war nicht so gut von mir, aber... Naja, nee, ein guter Spieler hätte den vielleicht sogar reingemacht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. War vielleicht schlecht von mir. So, er fährt an die Wand, geht aber nicht zum Ball. Das ist oft ein Fehler, weil du dann den Ball nicht mehr richtig kriegst. Ich konnte mich jetzt hier auch im ersten Moment behaupten, im zweiten nicht mehr. Mein Mate ist da, ich bin im Tor, alles super. Okay, und die fucken sich ein bisschen gegenseitig ab. Habe ich. Oh nein, jetzt ist es wieder gefährlich. Er geht hoch. Er trifft sogar den Ball, Alter. Ich fahre am Boost vorbei. Ja, das war jetzt ein relativ großer Fail von mir. Das darf nicht passieren, wenn ich da jetzt deswegen... Ja, und das war auch scheiße. Oh, bitte habt den, bitte. Der ist so lange in der Luft. Warum denn? Waren das jetzt 4 Tore, die ja alle einfach so... Ach komm, der tuppelt vorm Tor auf. Ich verstehe das nicht. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, Alter. Wie kann man denn so sein? Wie kann man denn... Er ist AFK. Okay, das akzeptiere ich. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, der kommt wieder. Warum spawn ich nicht vorne? Schade. Ne? Ja, was soll man sagen? Ich weiß nicht, wie das passieren kann, dass ich mit einem Mate zusammenkomme, der einfach 4 Tore einfach so reinlässt. Einfach so. Ich meine... Die waren jetzt nicht... Keine Ahnung, die waren noch nicht schwierig zu halten. Da hatte ich gerade einen Missklick drin, eine seitliche Rolle. Er hält den Ball, wunderschön, er klaut mir den Boost. Auch wunderschön, er lässt den Booster stehen. Auch in Ordnung. Okay. Einfach mal weiterleiten den Ball erstmal, gucken was passiert. Den haben wir auch. Der ist da nicht ganz so gut positioniert. Jetzt... Ja, auch nicht? Ja, wobei doch. Ja, den kriegt er ganz gut. Aber, nein. Oh mein Gott. Wenn das ein Eigentor geworden wäre, da wäre ich aber randalieren gegangen. Ey. Da hätte ich aber auch ein Rewe gebrannt, das sage ich euch. Darf man darüber Witze machen? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich verlängere den einfach. Überspiele den Torwart. Oh, mein Mate geht da gut hinterher. Gefällt mir, das gefällt mir. Das ist, da kann man halt drüber streiten, ob ich da hingehen muss. Ich meine, es passiert nichts. Bin schnell genug wieder hinten. Ist alles okay. Aber da muss ich vielleicht auch gar nicht hingehen. Das ist... Oh, das wäre ein Zucker gewesen. Das wäre... Mann, ey, wenn ich den redirect hätte können oder so, ne? Da wäre schon ein bisschen nice gewesen. Nein, das ist, tut mir leid. Da war halt auch ein bisschen so der...
Der Wunsch, ne? Der Wunsch fürs große Tor, für die Aufnahme. Oh mein Gott. Oh lol, ey, wie die uns jetzt hier outplay. Okay, er lässt den Ball einfach. Den hätte er mit Sicherheit reinmachen können. Aber, okay, wer bin ich, ne? Yes! Ah, gut mitgemacht. Gut mitgemacht, ey. Das freut mich. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass er da sich ein bisschen abgefuckt fühlt, weil ich den nochmal schieße. Aber er hatte ja von da aus gar keinen Winkel aufs Tor. Nee, das war super gut. Super gut, dass er darauf reagiert. Toller Mate. Ich hab ihn, Kumpel. Ja, sehr schön. Habe ich ihn durchgesteckert. Whee! Ich leite ihn weiter und er hat ihn. Okay, da war ein guter Save. Das Spielniveau hier in dem Game, würde ich sagen, ist auch auf jeden Fall höher wie gerade. Ich glaube auch die Gegner sind besser wie gerade und mein Mate ist besser wie gerade und vielleicht spiele ich besser wie gerade, vielleicht spiele ich schlechter wie das erste Spiel. Ich weiß es nicht so genau. Ah, schade, der geht auf die Seite. Ich habe halt antizipiert, um ihn eventuell da wegzufaken. Aber er ist dann halt auf die falsche Seite vom Ball gegangen, als dass das hätte funktionieren können. Oh, wenn ich da ein bisschen schneller reagiere, dann habe ich den Ball auch nochmal. Also dann berühre ich ihn auf jeden Fall. Ich habe ihn weggebombt! Ich habe ihn weggebombt! Nein! Oh mein Gott, das war so... Oh, schade, das war auch unfassbar knapp. Wo ist der zweite? Da ist der zweite. Okay, mein Mate trifft den Ball, sehr schön. Machst du ihn nochmal? Jetzt habe ich einen schwierigen Winkel. Oh, oh, oh. Okay, okay. Okay, komm her. So, 1,25 noch, Leute. 1,25. Ich habe ihn gesaved erstmal. Ich rotiere zurück, genau. Spiele ihn jetzt rüber auf die Seite, wo mein Mate ist. Der spielt ihn nochmal. Ich gehe da hoch. Ich glaube, er geht auch hoch. Nee, geht er nicht. Aber er dachte, ich treffe den Ball wahrscheinlich. Da war ich kurz ein bisschen verwirrt. Und jetzt das Open Net. Da drehe ich den Ball leider nicht ganz so gut. Wenn mein Mate da vielleicht ein bisschen vorher schon drauf spekuliert. Oh, 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 oh! Den treffe ich leider ein bisschen zu spät. Kommt der da nicht mehr hin? Oh, schade. Oh, schade. Ich habe den ein bisschen zu spät getroffen. Ich dachte auch im ersten Moment, ich misse den Ball. Muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den treffe, aber... Ja, umso erfreuter war ich, ne? Als es dann geschehen ist. Oh, nein. So knapp. Okay, erstmal wieder den Ball ein bisschen in die andere Richtung geben. Und jetzt kriegen wir das... Ne, der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Und den... Oh, den habe ich nicht. Danke, Mate. Das war richtig schlecht von mir. Ich bin immer an der Wand immer noch nicht ganz so sicher. Okay, ich gehe einfach mal. Oh, Mate. Come on. Lol. Oh mein Gott. Oh, wow. Ich hätte auch noch beinahe ein Eigentor. Das war so schlecht von mir. Die letzten 5 Sekunden waren, glaube ich, da habe ich das Spiel weggeschmissen. Es klingelt. Ist das der Postbote oder so? Oh nein. Ja, die Nachspielzeit ist leider verloren gegangen. Da kam der Paketmann. Der hat mir was Cooles gebracht. Da gibt es bald ein Video zu. Oder vielleicht gab es da schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.